wenn ich auf der Straße schlafen tät, auf der Straße, da möchte ich einmal schlafen. Dann sind die Weibs bitte alle zuwiraffen. Und die Zauntüren und die Wamperten und die Nudelsauern und die Geschlamperten und die Rinnaugerten, alle Kammerten. Und die Graden und die Grumpen, ob's nicht du bei Männern schlafen kunden. Und die Lustinger und die Faden, wetten möchte, dass die alle kämen taten. Und die Gescheiden und die Spinnerten und die Eiskalten und die Brinnerten und die Platterten und die Geschopferten und die Geschirgelten und die Kropferten und die Harben und die Süßen, schweren durch, dass die alle kämen müssen. Und die ganz Besen und die ganz Braven, wenn's mein Bittstadl auf der Straße trafen. Und was da denn nachher? Und was müssen die tun? Ja, das darf ich sagen. Ich schlafe allein. Wieder einmal Georg Query. Wir haben das Gedicht mit Vorbedacht gewählt, weil Query die kraftvollsten und saftvollsten bayerischen Ausdrücke wie ein Wasserfall aus der Feder fließen. Da müsste sogar unser einer in seinem Gedächtnis eine Weile nachforschen, bis ihm das alles so zufiele, was diesem bayerischen Dichter allein über die Weibsbilder eingefallen ist. Damals freilich, als Query seine Gedichte niederschrieb, ist die Fülle solcher Ausdrücke noch dicht in der dörflichen Luft gehangen und hat lediglich in Reim und Zusammenhang gebracht werden müssen. Von dem Mann aber werden wir im Verlauf dieser Sendung, und zwar zum Schluss, noch etwas ganz anderes hören, was zwar gar nicht zu ihm zu passen scheint, aber doch aus dem gleichen Reichtum eines solchen Gemüts kommt. Ein Liebesgedicht, in dem das Wort Liebe selbst direkt ausgesprochen oder auch nur umschrieben nicht einmal vorkommt. Denn einer, der dem Bayerischen aus innerstem Wesen verbunden war, wusste, ohne dem Wort ausweichen zu müssen, dass es dies nicht gibt. Das Wort Liebe nicht und ebenso wenig das Verbum lieben. Ein einziges Mal, ganz am Ende jenes Gedichts, das Sie heute noch hören werden, taucht das Wort Liebe auf, aber nicht im eigentlichen Wortsinn, sondern als Steigerung, als Komparativ des Wörtchens gern. In eben dem Augenblick, wo ich dies erwähne, fällt mir ein altes Wissen noch einmal ganz frisch ein. Die bayerische Sprache kennt keinen Superlativ. Es ergibt sich die Frage, wie steigert man dann die Adjektive über den Komparativ hinaus? Genau wie die Franzosen. Unser Lied vom guten Kameraden gibt es auch in einer französischen Übersetzung. Dort lauten die beiden ersten Zeilen, also zuerst wie im Deutschen, ich hatte einen Kameraden. Und dann geht es weiter, le meilleur d'ici-bas, den Besten von hienieden. Genau übersetzt heißt es nur, den Besseren. Doch stellt diese Zusammenstellung mit dem Artikel bereits den Superlativ dar, genau wie im Bayerischen. Unser Kirchturm ist hoch, der Martinsturm z'Lanzert ist her, der Herr aber wird der Sendeturm z'Minger. Vorgesting ist wieder schlecht gewesen, gesting ist noch schlechter geworden. Und heute haben wir das Schlechte überhaupt. Man kann natürlich diesen französischen Superlativ noch verstärken. Heute ist es einmal ein Schlechter. Wenn dieser ein Brot ist, Donau ist platzweise noch Bruder. Am aller Brotern aber ist der I. Der Schorsche hat viel Schwammerl gefunden. Der Wastel hat noch mehr angebracht. Die Mehrern aber hat das Zepter hergebracht. Weil uns nach und nach das Bewusstsein für unsere eigene Sprache verloren geht, kann man zuweilen schon hören, Pfui-Schwammerl, Mehrer-Schwammerl, die meisten Schwammerl. Man nimmt das heute schon seelenruhig hin, obwohl es eigentlich von der alten bayerischen Regel abweicht. Wenden wir uns jetzt dem Relativsatz zu, den es zwar im Bayerischen gibt, den wir aber meiden. Wenn man sich in ländlichen Stücken aus einer gewissen Unbeholfenheit unserer Sprache einen besonders geistreichen Jux machen will, dann erscheint am tunlichst unpassenden Platz gern derselbige der wo. Diese Formulierung ist an sich nicht verdammenswert, aber da sie in solchen Fällen stets sehr penetrant angewendet wird, verzerrt bereits die Absicht den Satz zu einem tölpelhaften Gebilde. Hier wird nämlich ein zusätzlicher Fehler begangen, indem man eine im Dialekt ohne dies schon holprige und beinahe ungute Form ins Schriftdeutsche hinüberschiebt. Dabei ist es gleich unschön, ob man sagt, derjenige, welcher mir die 800 Mark gestohlen hat, oder der, wo mir die 800 Mark gestohlen hat. Es ist zwar im Bayerischen so gut wie unmöglich, die zur Eröffnung eines Relativsatzes notwendigen drei Pronomen, der, die, das, betont, hinzustellen. Doch wird es unter diesen Voraussetzungen möglich, nach dem Komma des Relativsatzes
die Mundartform für diese drei Pronomen anzusetzen, ohne dabei aus dem Sprachbau herauszufallen. Der Schneiderbartl hat mir heute in aller Früh den Geldbeutel wiedergebracht, den wo ich gestern auf die Nacht verloren hab. Der Schneiderbartl, der selber Name Teufel ist, hat keinen Magel außer da. In beiden Fällen überkommt uns beim Ansetzen des Relativsatzes ein ungutes Gefühl. Das ist auch der Grund, warum wir ein Hilfswort einsetzen, genau jenes berüchtigte Wo, aus dem man uns zum Spott recht hilflose Sätze macht. Anders aber vermögen wir uns nicht zu helfen, als dass wir sagen, ein Geibbeidl, den wo ich verloren habe. Oder der Schneider Bartl, der wo Sam ein armer Teufel ist. Es ist in diesem Punkt nicht sehr reich bestellt um unsere Sprache, das wollen wir zugeben. Oft wird aber das Pronomen ganz weggelassen und der Relativsatz beginnt dann einfach mit Wo. Kommt da gestern ein weitschichtiger Vetter, wo ich schon lange nicht mehr getroffen habe? Dresel ist eine meinige Schwester, wo vor ein Jahr eine Nacht in eine schöne Sache eingeheiratet hat. Der Pazi hat das Motorrad, wo er mir gestohlen hat, einfach anders durchgestrichen. In gar keinem Fall hängt der Relativsatz in guten Angeln am Hauptsatz. Irgendwie klappert es im Gefüge und das ist auch der Grund, warum wir im stilreinen Bayerisch den Zwang zum Relativsatz so gut wie möglich ausweichen. Hier liegt der Urgrund für die bayerische Art des Schreibens und Erzählens, Satz um Satz ungestört hintereinander zu setzen und das Gefüge einer Erzählung völlig anders aufzubauen als in unserer Schriftsprache. Wie ich aufgemacht habe, ist einer bei der Tür eingegangen, der hat ausgeschaut wie die Teierzeit und am Bart sind ein Eiszapfen ohne gefroren gewesen. Die weiteren Teile des Satzes, die durch einen mehrfachen Relativsatz angehängt werden müssten, erzählt man hintereinander. Der Freidelsberger Schosche, der hat eben so gefangen gehabt und hat Polizei scheichen müssen. Und nachher ist er einfach ins Amerika um. Seine Mutter, die hat schon seit Jahr und Tag so Herzgeschichten gehabt. Sie hat sich das schwarze Herzen genommen und ist gestorben. Wenn unser einem beim Dahinerzählen die Sätze ziemlich lang geraten manchmal, so sind das keine langen Sätze im üblichen Sinn oder gar Perioden, sondern Aneinanderreihungen einzelner, kurzer Sätze. Sie haben jedoch einen inneren Gedanken dadurch, dass ein gleicher Erzählgedanke in Ihnen ausgedrückt wird. Diese Zusammenhänge weiß der Zuhörende selber herzustellen und damit er im Zuhören seine Brücken und Stege hat, die über manche Ungereimtheit hinwegführen, schiebt der Erzählende jene bayerischen, nennen wir sie Interpunktionen dazwischen, die wir zur Genüge kennen. Verstehst mich? Hast gehört? Das ist richtig, verzeih. Wie ich sag. Und um seine eigene Meinung und Ansicht nachdrücklicher einzuhämmern, wirft man im Sprechen immer wieder dazwischen, hab ich gesagt. Sag ich. Mich hat einmal ein Taxifahrer endlos geplagt mit der Geschichte eines Verkehrsunfalls, den er offenbar selber verschuldet hatte. Als er sich und mir darzustellen versuchte, wie er dem Amtsrichter die Sache klar machen werde, hörte sich das ungefähr so an. Herr Amtsrichter, sage ich, wenn Sie was vom Autofahren verstehen, wäre ich sagen. Wenn Sie bei der Sache selber dabei gewesen waren, Herr Amtsrichter, wäre ich sagen. Die Tempora warf er nach Belieben durcheinander. Einerseits die Gegenwart seines verärgerten Seelenzustandes und andererseits die mündliche Vorbereitung auf die Aussage vor Gericht. Eine Sprache, die aus kurzen Sätzen lebt, braucht zum Aneinanderknüpfen dieser Kette, damit die Monotonie nicht allzu groß werde, erst recht solche Einfügungen. Am besten eignet sich dazu immer wieder Sorge. Wie, sage ich, kannst nicht aufpassen, sage ich. Wenn du ein wenig einen Anstand hättest, sage ich zu ihm, dass du dich auf der Straße anders benehmen. Den gleichen Satz kann man sich ebenso gut im Perfekt vorstellen. Wie, habe ich gesagt, kannst nicht besser aufpassen, habe ich gesagt. Wir sind nun einmal von der Sucht befallen, uns im Eifer selbst zu zitieren. Und wenn uns obendrein ein besonders guter Ausspruch gelungen ist, den zu zitieren sich lohnt, dann wird dieser Spruch vorne und hinten von Sorge und, habe ich gesagt, eingerahmt, damit die höchst eigene Person nie in den Hintergrund trete. Wir haben auch noch eine ganz andere Anwendungsform dieses sprachlichen Hilfsmittels, sozusagen eine philosophierende. Schaut einer von der Arbeit auf gegen den westlichen Himmel, an dem sich die Wolken zusammenziehen, so blabet er vor sich hin, während er den Hut ins Genick schiebt. Wenn's heute nicht noch ringt, hat er gesagt, dann will ich Hans heißen. Mit die Witwen musst vorsichtig sein, hat er gesagt.
Die fangen die ein, bis du umschaust. Beim Gericht bist gleich meineide, hat er gesagt, bevor du den Finger aufgehebt hast. Da hat sich einer eine billige Weisheit zusammengestoppelt und sagt sie sich selber vor. Weil aber die Weisheit, wenn ein anderer sie ersonnen hat, offenbar einen höheren Kurswert besitzt, schiebt man sie mit einem, hat er gesagt, jenem berühmten anderen zu. Die Formulierung kann durch die Einfügung des Fürworts derselbige noch etwas ungenauer gemacht werden, sozusagen mit Absicht verwischt. Da wird gewissermaßen eine schon im Raum der Historie liegende Persönlichkeit heraufbeschworen und trotzdem im Nebel gelassen. Hat derselbige gesagt. Da gibt es nun im Bayerischen eine ganze und sogar sehr umfangreiche Gruppe von Witzen oder Bonmots, in denen allen der Beifall heischende Erzähler diesen berühmten selbigen einschiebt, der dann aber zum Zweck der größeren Wirkung des Witzes als Person deutlich gemacht wird. Das gibt sie beim Biegeln, hat der Sei Schneider gesagt, wie er das Hosentierl hinti gemacht hat. Platz weiß schon, hat der Sei Bettel mal gesagt, wie er der Pfarrer gefragt hat, ob er nicht von der Caritas-Sammlung eine Unterhosen brauchen könnte. Es gibt aber auch Fälle dieser Art, in denen man das, hat er gesagt, einer ganz bestimmten Person in den Mund legt. Die Woche geht schon gut an, hat der Gneißl gesagt, wie sie ihn am Montag in der Früh gehüpft haben. Die Geschichte der bayerischen Justiz weiß zwar zu berichten, dass es auf keinen Fall ein Montag war, und wir dürfen uns darüber klar sein, dass Gneißl zu solchen Sprüchen nicht mehr aufgelegt war, aber solch ein bündiger Satz ist unsterblich wie der Matthias Gneißl selber. Von Wackershofen, ich sag's ganz ungeniert. Mein Vater war ein Müller beim Pascolini-Wirt. Meine Mutter war ein Zweigerl aus Pascolinis Kern. Sie war ein sauberes Weiberl, hat junge Burschen gern. Mein Vater hat ein Muibach am Sulzimoser-Schloss. Da war das Leben so fein. Man darf ja sagen, famos. Die Burschen, die sind gekommen von nah und aus der Fern. Meine Mutter, die Sechsenweibe, ja, die Burschen gesangelt gern. Aus dem Zuchthaus bin ich entlassen worden, war wieder ein frischer Pur. Ich hätte ja gern wieder gearbeitet, leid lassen mir keine Ruhe. Mein Arbeitsgeber war gezwungen, hat mir mein Zeugnis gegeben. Drauf bin ich wieder da, wie gerutscht ins vagabunden Leben. An Notste haben sie eine, wie aber Dachsen geschlagen tut. Beim letzten Mal rasieren, ist gelassen ein bisschen Blut. Der Kerl, der hat noch zappet, das ist ein wahrer Kraus. Das Liedl ist jetzt gesungen, mein Gneißl ist jetzt aus. Fahren wir weiter. Bei uns lässt sich die temporale Konjunktion als nicht verwenden, denn als fordert das Imperfekt und das gibt es im Bayerischen nicht. Wir haben jedoch einen gediegenen Ersatz dafür, der sogar im Schriftdeutschen denkbar wäre. Ich ging gerade mitten im Wald, als ein Mann zwischen den Bäumen hervortrat und mir eine Pistole vor die Brust hielt. Das lässt sich im Bayerischen am besten im Präsens erzählen. Geh da neulich im Holz dahin, kommt da nicht einmal zwischen die Holzbaumführer und setzt mir eine Pistole in die Brust. In diesem Sinn, also zur Darstellung eines zeitlichen Zusammenhangs, gibt es, wie gesagt, dieses als für uns überhaupt nicht. Wir helfen uns oft mit der Konjunktion wir, die sich in dieser Zeitenfolge gut verwenden lässt, und zwar im Perfekt wie im Präsens. Wir heimkommen, laufen wir schon von der weiten Kinder zu. Wie die Kinder von der Schule heimkommen, steht's Essen schon auf dem Tisch. Wie es gegessen gehabt haben, sind sie aber auch schon wieder fortgelaufen. Dabei kommt das Wörtchen als bei uns sehr wohl vor, nur in einem anderen Zusammenhang. Als er gesunder ist er fortgegangen. Und als er sterben, da haben sie ihn daher gebracht. Im Lied vom Weugerle steht eine Verszeile. Der dritte leid drin als ein Bruder und plauscht ihr vom Heiraten vier. Übers Lortal, da steig ich nicht auf,
der Gang steigt, der ist mir zauf drum. Geh's lieber durch die Lamschi leise, zu mein Dierlei, da bin ich vorn drum. Ja, da muss der Wingel schleichen, muss die Ducken beim Zaun. Ja, da muss der Wingel pfeifen, ich wär wohl aussig in Schaum. Aber Wiegerle, 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 gehör zu mir, heut bist mein Wiegerle, morgen nix mehr. Der erste steht drum auf der Lorte, der zweite steht hinter der Tür, der dritte leit drin unser Bruder und plauscht dir vom Heiraten viel. Ja, du musst der Wingel schleichen, musst die Ducken beim Zaun. Ja, du musst der Wingel pfeifen, ich wär wohl aussig schauen. Aber Wiegerle, 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 gehör zu mir, heut bist mein Wiegerle, morgen nix mehr. Jetzt hol ich mein Häuserl an Rohr gebaut, jetzt hat mir's der Sturmwind vorwärt, jetzt schaut mich mein Dirndl so traurig um, ja, weil ich kein Häusl mehr hab. Ja, du musst der Wingel schleichen, musst die Ducken beim Zaun. Ja, du musst der Wingel pfeifen, ich wär wohl aussig schauen. Aber Wiegerle, 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 gehör zu mir, heut bist mein Wiegerle, morgen nix mehr. Wirklich eine bildhafte Sprache. Dabei wird der Eindruck noch verstärkt durch Versmaß und Melodie. Als ein solcher wie du, möchte gar nicht unter die Leute gehen. Das ist offenbar eine Ausdrucksform der tiefsten menschlichen Verachtung, anderswo genauso verständlich wie in Bayern. Schmeller hat in seinem Wörterbuch einen herrlichen Satz. Er berichtet vom Oktoberfest 1832, an dem drei griechische Abgesandte teilnahmen. Wie die Griecher gekommen sind, hat's angefangen zu gießen und zu rieseln, dass du gemeint hast, aus ist. Wir können Schmeller nicht weiter folgen auf seinem amüsanten Weg durch die Vielseitigkeit des Wir, sondern nur noch ansehen, wie beim Komparativ das Als auch durch Wir ersetzt wird. Unser Kirchturm daheim ist um ein schönes Stückel höher wie der da. Ein Millionär ist bei uns einer, der wo mehr als 80.000 Mark hat. Länger wie 3 Stunden brauchst du nicht mehr gehen. Unsere alte bayerische Vorliebe fürs Verdoppeln will sich auch hier austoben. Als allein genügt uns ganz einfach nicht. Wenn wir schon einmal Wir sagen, soll es uns auf eine Verdoppelung nicht ankommen. Alles Wir. Ein Orchbaum ist halt teuriger, als wie ein feuchterner Sackbaum. Ich bin gewiss nicht geschwinder, als wie 50 Kilometer gefahren. Die Bezeichnung Wald gibt es nicht. Der Bayer nennt den Wald als Holz. Die Bäume des Waldes sind Holzbaum. Wir unterscheiden das hier genau. Was ums Haus herum an Bäumen wächst, sind Obstbaum. Die Bäume, die als Alleen an den Straßen gepflanzt sind, sind Straßbaum. Und die Äpfel der Straßenbäume heißen folgerichtig Straßäpfel. Der Fuchs wird auch nicht nur mit dem schlichten Namen Fuchs bezeichnet, sondern ist, weil er im Wald, im Holz haust, der Holzfuchs. Das Doppelwort Haferhaferl aber ist nicht aus der gleichen Vorliebe zum Aufdoppeln entstanden, weil hier der Name vom Zweck herkommt. Das blecherne Haferl, mit dem man heißes Wasser aus dem aufgestellten großen Hafen schöpft, heißt Haferhaferl. Es gibt aber aus der Zeit, da der Herd noch mit Holz beheizt wurde und als großes Wasserbehältnis ein Grandel hatte, noch die sehr alte Bezeichnung Gatzen. Die Gatze ist ein ehrbares, auch im Schriftdeutschen verwendetes Wort für so ein Blechhaferl.
weil einst die herumziehenden Italiener Gatzen und Gatzel zusammenholten zum Reparieren und ihre Absicht laut ausschrien, ist die Bezeichnung Gatzelmacher entstanden. Sie hat nicht im Entferntesten etwas mit Katzen, geschweige denn mit Kinderfreudigkeit zu tun, wie vielfach angenommen wird. So täuscht man sich, Herr Dürm, habe ich gesagt. Es gibt Leute, die täuschen sie oft. Andere, die gescheiter sind, täuschen sie aber auch nur, Herr Dürm. Ein Dürm, eine Wortprägung für die ganz Bequemen, ist gleichbedeutend mit ein Dürmal und heißt zuweilen, manchmal. Derlei bewusst unpräzise Angaben lieben wir nun einmal. Ein Paar muss Hochdeutsch nicht unbedingt ein Paar sein und ein Dutzend kann schwanken zwischen 10 und 15. Wenn man überhaupt nur über den Daumen zählt, kommt die Mengenbezeichnung ein Stucker so und so viel. Ein Stucker 20, ein Stucker 40. Wenn man erst einmal an die Fülle geraten ist, fallen Wörter und Ausdrücke über einen her und drohen jede Überlegung zuzudecken. Wenn wir mit dem Schriftdeutschen sich nichts anzufangen wissen, stoßen wir auf eine typisch bayerische Konstruktion. Ein boshafter Mensch hat nicht den Teufel in sich, sondern hat einen Teufel an ihm. Und bei einer erst einmal so viel an ihm hat, dass er nicht mehr sicher fahren kann, nachher soll er den Hint vom Steuer lassen. Hab Staat, schreit man ihm dann zu. Das ist für Tier und Mensch der Anruf zum Stehenbleiben. Heb die Staat ist die Mahnung zum Stillhalten, zu ruhigem Verhalten. Aber Bistaat fordert einen auf, ruhig zu sein, still zu sein. Das Bayerische geht ja in seine Ausdrücke so weit, macht er auseinander, dass man sich oft darüber wundert, wie so viel in einer einzigen Sprache Platz hat. Wo die Leute oft behaupten, es war gar keine richtige Sprache. Freilich sind wir vom Hochdeutschen zweiderst weg. Zweiderst ist ein großräumiges Entfernungsmaß. Es sagt an, dass etwas sehr weit weg ist. Zwierweit bedeutet etwas weniger. Weitmachte und Großmachte stellen etwas Imposantes an Weite und Größe dar. Bis hierher haben wir uns eine ganz besondere Art von doppelter Aussage gespart, die im Bayerischen tagtäglich angewendet wird. Wir sprechen eine Anrede oder Eigenschaft oder Charakterisierung doppelt aus. Einmal vor dem Hauptwort und einmal hinter dem Hauptwort. Vor allem, wenn man eine Beschimpfung bekräftigen will. Du Depp, du. Du Hans Wurst, du. Du armer Hund, du armer. Du langweiliger Bruder, du langweiliger. Du Zahnader, geht's gut, du Zahnader. Wir sind gar nicht darauf angewiesen, dass wir den auf solche Weise doppelt apostrophierten Mitmenschen zum direkten Anrempeln vor uns haben. Die Aufdoppelung lässt sich auch in der dritten Person recht brauchbar anwenden. Der Gescherde, Kerl, der Gescherde. Der Schlitzhorade, Bahnspitz, der Schlitzhorade. Der meineidige Lump, der meineidige. Um einen lieben Mitmenschen besonders kräftig zu beleidigen, wird mit Vorliebe die Beschimpfung meineidig gebraucht. Eine bayerische Spezialität. Wir wollen aber unsere Lehrstunde nicht mit den derbsten Dingen, die unsere Sprache kennt, beenden, wenngleich hier die Farbe zumeist am deutlichsten aufgetragen wird. Unsere Sprache verfügt auch über sehr viel Zartheit und Feinheit. Wir können in dieser Zartheit sogar von der Liebe sprechen, ohne sie je bei Wort und Namen zu nennen. Lassen wir, wie versprochen, Georg Query zu Wort kommen mit seinem kurzen Gedicht. Und deine Mutter, die lass nur greiner. Sag ich nur, du kehrst zu meiner, sag ich nur, ich lass nicht aus. Und wenn Schweiberl wiederkommen sagst, dann werde ich schon nimmer. Und dann baue ich mir ein Haus. Und ich bin schon von den Rechten und ich kehre nicht zu den Schlechten. Sag ich nur, du weißt das gewiss. Du hättest gesucht in alle Gassen. Hätt sich keiner finden lassen, keiner, wo dir lieber ist.